Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die in the Mod War of the Walkers. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr dabei seid. Und ja, heute wollte ich ein bisschen questen. Wir haben ja noch ein paar Quests offen. Ich habe es ja jetzt, sorry, war Dingsbums, endlich verstanden, wie es mit den Zerlegen und den neuen Bauen der nächsten Aufgaben jetzt funktioniert. Hier sehen wir so die neuen Aufgaben, eine Töte, töten Animals. Und da habe ich auch noch den Tipp bekommen, wer hat es geschrieben? PS Steve 2208, es fehlt nur der Holzbogen für die Tierquest, okay. Die will ich natürlich heute machen, auf jeden Fall. So, gut. Ansonsten habe ich natürlich weiterhin Kommentare fleißig gelesen. Also bin ja gestern auf der Arbeit gewesen und da bekomme ich die ja immer als E-Mail, dann kann ich sie mir mal lesen. Oder ich gucke einfach in meine YouTube-App und der Dings ist kaputt. Das Machetchen, ich brauche ein neues Machetchen. Habe ich oben noch ein Machetchen? Ich weiß gar nicht mehr. Mein Kuddelmuddel ist mittlerweile etwas zu heftig. Ich gehe gleich weiter auf die Kommentare ein, keine Sorge. Ich hätte schwören können, ich hatte noch Macheten. Das wäre es gewesen. Ne? Also wir haben auch wieder hier so einen Kram drin, den ich wahrscheinlich gar nicht mitschleppe, weil den schleppe ich wieder völlig unsinnigerweise mit. Wir brauchen einfach nur noch einen Schrank. Machen wir erstmal eine Chest. Ne? Ich wollte ja in der letzten Folge, das ist der falsche Button, aber wir können auch das sehen. Ich wollte eigentlich letzte Folge Holz sammeln, ein paar Kisten bauen. Wir machen jetzt einfach mal. So. Zap. Zap. Rein mit den guten Kisten. Und wir haben noch den Ofen. Und damit haben wir dann eigentlich eine Sache, die zum Beispiel den lieben Volk mal stört, dass ich so wenig Kisten habe, wirklich innerhalb von einer Sekunde gelöst. Aber ich habe immer nur die paar Stunden Zeit in 7 Days to Die, wo ich das dann machen kann. Und natürlich mache ich auch Fehler, um Gottes Willen. Aber momentan sind die Kommentare so heftig. Also ich bin eigentlich kurz davor, mit 7 Days to Die aufzuhören, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Ne? Also es ist einfach nicht mehr witzig, wenn man eine Folge macht und man meint, man war sogar so einigermaßen gut und hat sein Inventar auch leer gemacht ständig, weil das eigentlich nicht mein Schwerpunkt ist. Mich stört dieses Sortieren hin und her nicht eigentlich. Ne? Die muss ich mitnehmen. Eigentlich braucht man die nie mitnehmen, aber wenn ich sie mal brauche, dann habe ich sie. Hier oben ist ein Alpha-Sortier-Button. Ne, da kann ich mir das eigentlich sparen, um hin und her zu schieben. Finde ich auch ganz interessant. So, Machete habe ich nicht mehr. Und die muss mit ganz teuren repariert werden. Die lasse ich einfach mal hier drin. Wäre zu schade, ne? Wo haben wir denn die andere Machete gehabt? Aber hier war keine drin. Hier sind nur Samen drin. Essen habe ich dabei. Kaffee, leere Gläser. Ich wollte ein bisschen Wasser kochen. Also ich mache heute ein bisschen cool ein. Auf ruhig. Erstmal einen Bogen bauen. Dafür brauchen wir wieder Fibers. So. Komm, jetzt gehst du jetzt da runter. Und der Tag 35 rückt auch immer näher. Und jetzt habe ich die Zombies ja auch ein bisschen heftiger gemacht. So. Wie gesagt, also ich wollte eigentlich nicht jammern oder meckern oder irgendwas wegen Kommentare. Ich nehme mir alles immer viel zu sehr zu Herzen, glaube ich. Wenn ich da was lese und dann steht da halt ein bisschen Verwirrten und sowas. Ne? Also nicht böse gemeint von euch, aber es ist halt dann manchmal wirklich schon ein bisschen übertrieben viel. Es ist kein Backseat Gaming, nein, weil ihr kennt das Spiel wahrscheinlich besser als ich. Aber es muss, ich will da jetzt keinen irgendwie beleidigen oder angreifen. Man muss diese Videos auf 3-2-1 Spiele nicht gucken, wenn man das nicht mag. Es ist völlig in Ordnung, wenn man die auslässt. Also man muss die nicht gucken. Wenn einem das nicht gefällt, wie ich spiele, einfach nicht gucken. Wirklich. Lass einen Daumen nach unten da oder irgendwas. Oder einfach nicht gucken. Es ist völlig in Ordnung. Ich bin auch nicht sauer traurig oder irgendwas. Momentan läuft YouTube sowieso wieder so kotze. Da werden wieder Abonnenten abgezogen aus heiterem Himmel, aus nichts. Nur weil man momentan einfach keine Zeit hat, Videos zu machen. Ich habe auch wirklich wenig Zeit letzte Zeit. Das ist echt nervig. Aber das spiegelt sich dann auch auf mein Gameplay wieder, ne? Weil ich würde natürlich auch gerne online spielen hier. Aber ich bin ein unzuverlässiger Online-Spieler, weil ich nie zu Hause bin. Das ist auch immer so ein großes Problem. Ich habe keine Melee-Waffe, ernsthaft. Ich könnte mir eine Machete bauen, ist kein Problem. Die ist halt schön stark. So, aber jetzt habe ich gerade alles weggebunkert, ne? Hä? Oh, habe ich noch einen in Auftrag gegeben, habe ich nicht gemerkt. Da. Da werde ich dann gleich wieder in den Kommentaren lesen, Tim, du hast dich nicht konzentriert, Tim, du hast wieder eine zu viel gebaut, Tim, du hast das nicht gemacht, Tim. Und dann irgendwann macht das keinen Spaß mehr. Also, ich glaube, 7 Days to Die werde ich einfrieren, das Projekt. Vielleicht wird es, ja, Multiplayer ist schwer. Wie gesagt, das ist die Weihnachtszeit. Arbeiten ist ziemlich heftig, viel momentan. Und dann muss ich mir das einfach wahrscheinlich eingestehen, dass YouTube nichts für mich ist. Ich bin zu alt, ich habe zu viel zu tun, privat, wie Arbeit und ganze Sachen und wahrscheinlich ist das einfach zu viel des Guten. Und und dann lese ich die ganzen Kommentare, nimm mir immer viel zu dolle zu Herzen. Ne? Und ja,
was soll ich sagen? Ne? Also dann werde ich das wahrscheinlich einfach beenden, finde ich, ist die Geschichte. Dann muss ich mich nicht rumquälen. Ne? Wenn immer mehr von diesen Feral-Zombies, von diesen starken, ich glaube, ich fäll dich jetzt. Ich habe es Lust, dich zu fällen. Dann haben wir jetzt ein bisschen Holz. Also das Spiel gefällt mir massiv gut. Vor allen Dingen die Mod hier, die ist man darf einen Superaffentitten geil sagen? Ich glaube ja, ne? Man darf Superaffentitten geil sagen. Ich habe kaum was von der Mod gezeigt. Mutti mit Kind schreibt immer ganz fleißig mir, bei Discord gibt auch richtig massiv gute Tipps, wovon ich die Hälfte meistens immer wieder vergesse, weil ich ja hier im Spiel ja auch ein bisschen Zeitdruck habe, ne? Wir haben 8.30 Uhr und ja, irgendwann ist das soweit, ne? Dann muss man halt aufhören mit dem Game. Und man hat dann seine Folge fertig. Und dann hat man leider nicht alles geschafft, was man wollte. So, boah, ein 250er Bogen. Pfeile habe ich ja oben. Ich denke mal, wir dürfen nehmen, was wir wollen, ne? Aber 5 Tiere töten ist schon eine kleine Hausnummer, weil man muss sie erstmal finden, ne? Diese 5 Tierchen. Ich soll die Basis auf jeden Fall ausbauen. Dabei ist das ja eigentlich nur eine Übergangsbasis, ne? Die war gar nicht geplant. Ich habe noch gelesen vom... Wo ist er? Irgendwo hat einer geschrieben, dass ich oben im Schneegebiet noch einen Bunker habe. Sowas würde ich gerne als Zuhause haben. Oder hätte ich gerne, weil ich jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas falsch gemacht habe, was mir in der E-Mail auf die Nase gebunden wird. Da und ach, das ist so anstrengend, ne? 24 solche. Guck mal, Brandpfeile. Wir nehmen einfach, das sind die Armbrustbolzen, das ist ja Blödsinn. Den brauche ich nicht mitnehmen. So. Gut. Flitzebogen. Nachladen, komm. Also, das sind nicht viele Pfeile, ne? Also 5 Tiere zu töten, wird echt ein bisschen schwierig. Auch gefunden, wir haben Moped. Ich habe ja mit Moped jagen letztes Mal eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich mach mal die Funzel aus. Wie gesagt, ich will jetzt hier eine Aufgabe gerne machen. Überlege mir, wie das hier so weitergehen soll. Ich bin nicht wütend oder verärgert über Kritik. Das ist gar kein Problem. Wenn einer meint, da stimmt was nicht mit dem Gameplay oder sagt, das ist irgendwie doof, was du da machst, dann wirklich immer raus damit in den Kommentare. Also da bin ich wirklich offen für, kein Problem. Aber diese ganze ständige Wiederholung, jetzt werde ich wahrscheinlich auf Granit beißen bei vielen, ist das Problem hier. Das Inventar. Ich loote und tausche gerne Sachen aus, kein Problem. Ich habe jetzt zum Beispiel dummerweise Samen mit dabei, ich habe dummerweise einen Kaffee mit dabei oder das ganze Fleisch, das Geld brauche ich eigentlich nicht mitschleppen, ich schleppe gerade einen Ofen mit. Es stört mich nicht, wenn ich jetzt nicht weit auf Reise gehe oder sowas. Aber dann kommt noch eine Sache, die, ja, ich will niemanden angreifen, um Gottes Willen oder sowas. Ne? Wenn ich looten gehe und jetzt zum Beispiel Tablette da reinmache, ne? Das ist natürlich ein blödes Beispiel, ich gehe hier hin, oh Blei, mach das da rein. Dann möchte ich jetzt diejenigen, die immer ständig sagen, Tim, dein Inventar ist wieder voll. Wenn ich eine Sache aus einem Müllhügel nehme und in meinen Inventar lege, ist ein Platz wieder weniger. Ja, es stimmt. Und ich kann zu meinem Moped gehen und die Sachen da reinlegen. Das habe ich auch in der letzten Folge gemacht. Aber falls ich dann mehrere Sachen hier rein tue, wird das hier wieder voller. Ich verstehe nicht, wie man mir ständig sagen kann, Timmy, mach dein Inventar leer. Irgendwann ist Schicht im Schacht. Wirklich. Ich werde auch nicht den großen Rucksack installieren und sowas. Also diese Mod, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Der große Rucksack wird auch voll sein. Der wird dann auch voll werden, wenn ich Sachen reintue, was völlig normal ist. Ja, ich will auch gar nicht meckern. Ich wollte eigentlich ganz cool dieses Spiel spielen. Ich wollte eine Singleplayer-Let's Play daraus machen. Aber es wird zerstört und ja, dann werde ich einfach, wie gesagt, überlegen, wie ich da weitermachen kann. Jetzt suche ich erstmal Tiere. Ob das alles noch für mich einen Sinn macht, weil es macht so keinen Spaß. Also ich weiß nicht, ob man das nicht nachvollziehen kann, wenn man auch Zuschauer ist, dass man natürlich Ratschläge geben kann, ja, aber man braucht es nicht übertreiben. Man braucht es einfach nicht übertreiben. Es ist einfach so heftig, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne? Ist ja nicht so, dass ich hier, ja doch, ich fail viel und sterbe auch ziemlich doofe Tode. Aber wenn man das nicht mag oder einem das einfach so gegen den Strich geht, dass man dann schon wütende Kommentare schreibt, dann guck nicht mehr die Videos. Fertig. Guck nicht. Deabonnier den Kanal und guck nicht die Videos einfach. Fertig. Es ist ja keiner gezwungen, oh, was war das für ein Megaleck, diese Videos zu schauen. Ne? Selbst wenn der Tim der Typ mit dem vollen Inventar heißen würde. Es ist einfach so. Gibt es ja gar keine Viecher hier im Stock. Wäre cool, wenn wir mal den Bunker gucken könnten, ne? Ich muss da mal ganz kurz auf die Kommentare gucken.
So, ich will nicht rumflamen, ich will nicht jammern, aber ich weiß nicht, das muss man nachvollziehen können. Im Norden ist ein Bunker, dort wo Schnee ist, von Marblesgate, okay, sorry. Die 54 oben links zeigt dein aktuelles Level und die Kreise, der Kreis darum zeigt dein Prozess zum nächsten Level. Guck, dann weiß ich wenigstens da Bescheid, ne? Wir sind Level 56, war mir schon fast klar, dass das Levels sind, aber... Aber ist das auch das Level, was wir in dem normalen Modus haben? Gut, jetzt habe ich wieder rumgejammert, rumgemeckert. Das darf ich mir wieder ganz viel anhören. Ich weiß, es ist aber... also mir geht das jetzt darum, dass es einfach verstanden wird, dass ich ja auch Mensch bin. Ne? Und spiele ein Spiel. Ich bin nicht der Profi. Ich habe das nicht programmiert. Ich kenne mich natürlich nicht perfekt aus. Und das ist ja das richtig Geile da dran. Was hat er gesagt? Im Norden, ne? Ich war die ganze Zeit im Osten. So... Ich habe das nicht programmiert, ich habe da nicht 1000 Videos von geguckt oder x-tausend Stunden Zeit investiert. Ich lerne es ja gerade und das macht mir riesen Spaß. Dann mache ich das ohne Videos, dann macht es mir auch Spaß. Also, wenn ich es nicht machen muss oder mir einfach zu sehr auf den Keks geht, weiß ich, das habe ich bei anderen YouTubern auch schon gehört. Ne? Das ist dieses, man nennt es ja Backseat Gaming und es ist einfach sowas von über. Ne? Manche Leute lernen es einfach nicht. Was soll man machen? So. Was habe ich denn schon? 12 Uhr mittags, verdammt. Und ich bin auch gerade von der Arbeit gekommen. Ich mache jetzt das Video, ich habe mich so richtig drauf gefreut. Aber Kommentare gelesen, dachte ich auch nur, Mann. Da hat man ja schon richtig Bammel, wieder eine Folge zu machen. Boah, wie fährt der hier oben rum? Wo ist denn der Schnee im Norden, ist die Frage. Guck mal, die Stadt sieht geil aus von oben, ne? Jetzt bin ich unsinnig wieder weit um Kreis gefahren. Da darf ich mir dann auch wieder anhören. Wie gesagt, also... Kritik hin oder her, man muss kritikfähig sein. Ne? Vor allem, wenn man Videos, wow, das ist nicht gesund. Ne, das ist dem Moped egal gewesen. Dann lass uns genießen die Kraft des Mopeds. So, da war doch kein Schnee im Norden bei mir. Das können wir uns aber mal angucken. Ja, es ist aber ganz schön, da ist kein Schneebiom. Händler? Okay. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich Tiere gesucht, aber hier sind irgendwie keine. Aber der Wald da oben, der wird uns schon ein paar Rehe oder Elche oder was auch immer das ist. Nein, Hirsche sind das. Spendieren. Dann werde ich bestimmt 5 Stück legen. Und das ist auch ganz cool. Mit denen kann man ja geil Wellness machen. Ja, mein Ziel ist ja mal 200 Wellness eigentlich. Aber das ist ja nicht so einfach. So, einfach düsen, cruisen. So. Jetzt ist es halt so, dass man als YouTuber oder als Mensch, ich will mich eigentlich ungern immer als YouTuber bezeichnen, auch wenn ich Videos auf YouTube hochlade, dann natürlich so einen inneren Druck entwickelt beim Gameplay, dass man wieder was falsch macht und sich das schon wieder anhören darf. Und ich finde, das ist das Allerschlimmste von allen. Man kann Kommentare natürlich deaktivieren, aber das mag ja keiner. Aber das macht mir so keinen Spaß mehr. Ich habe überlegt gerade, was mache ich jetzt wieder falsch, ne? Wow, was ist denn hier für ein Loch? Ach, guck mal hier. Zwar kein Bunker, aber... Habe ich noch Munition? Ja, ne? Ist natürlich sau gefährlich. Aber die Dinger waren langweilig, die Löcher, ne? Boah, ist das hier schäbig, die Ecke. Also, letztes Mal habe ich hier in diesen Höhlending nichts gefunden. Ist überhaupt ein, das ist gar keine Öffnung, ne? Ich höre ihn. Ich kann so rumballern, ob das so eine leere, kaputte Werkbank. Okay. Da knistert immer noch um mich rum, ne? Gleich steht wieder einer hinter mir, ich weiß jetzt schon. So. Die Neugierde ist so groß. Was ist das denn? Wow, was seid ihr denn für Viecher? Oh, ohne Ziel geht gar nicht. Ja, vielleicht wird mir eine Melee-Waffe, das wäre ganz praktisch. Wow, was haben die? Oh, cool. Militärische Fasern. Boah, nee, habe ich noch nicht zerlegen. Habe ich natürlich schon gehabt. Wer ist das? Dicke Tante. Ach, ich hasse es. Das ist echt, das ist zum Beispiel ein dummer Fehler, ne? Ohne Melee-Waffe loszulatschen. Aber wir haben einen Flitzebogen, immerhin.
Ist was bewegt? Was ist da oben eigentlich nochmal? Das war dieses Nitratzeugs, ne? Pilze. Auch noch nie gesammelt und die sind ein Rezept für Rezeptkuh, ne? So ein dicker, aber den können wir öffnen. Ich habe ja ein Dings. Na, komm, meine Kartoffel kannst du behalten. So. Was habt ihr denn hier so drin? Ein Klo. Du willst dich doch verarschen. Aber der Tresor. Interessant. Ich habe Lockpicks. Dann spare ich mir jetzt 10 Stunden drauf umkloppen. Wow. Das hätte ich natürlich auch da reingelegt. So voll sicher. Okay. Also diese Höhlen oder was auch immer das ist, die lohnen sich nicht so wirklich. Aus dem Bau glaube ich auch nicht. Die Zombies, die holen dir da unten die ganze Erde weg und buddeln sich zu dir hin. Ich glaube, das geht schneller, als man gucken kann. Wie gesagt, ich will heute die Quest schaffen. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Weiter Richtung Norden. Da war ja der Wald. Wow, das soll ein Weg sein? Ernsthaft? So. Muss einmal auf dem Map starren. Ja, da fahren wir ganz in Ordnung, wenn wir den Weg folgen. Also hier, glaube ich, werden wir nicht allzu viele Viecher erwischen. Was ist das hier, mehr Zombies geworden? Ich habe eigentlich nur die Level, die Nacht 7 Zombies erhöht. Da kommt demnächst auch eine ganz schöne Horde an Nacht 35. So. Ah ja, jetzt habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil ich wieder so rumflame oder jammer hier, oder mecker besser gesagt. Aber ich weiß nicht, ihr müsst euch einfach in der Lage des Typen versetzen, der das hier aufnimmt. Ne? Man gibt sich ja tatsächlich, ich gebe mir sogar Mühe. Ne? Mag sein, dass ich vielleicht wirklich so schlecht bin. Ich wollte auf die Map gucken. Muss mal links rum. Oh, muss das ein gigantischer Berg im Weg sein? Verdammt. Aber vielleicht kommt das grüne Biom ja auch hier. Sterben tun wir ja eh nicht mit Moped, da sind wir so schnell. Ich weiß nicht, ob die Zombies jetzt schneller rennen können. Und uns dann auch noch erwischen. Aber hier fährt es direkt ins grüne Biom. Ruckel, ruckel. Es gibt ja noch richtig viele Gebäude, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ne? Also das habe ich ja auch noch gelesen. Mutti mit Kind ist ja auch so wirklich sehr, sehr, sehr gut, was das Spiel betrifft. So. Was ist das für ein seltsamer Weg, ey? Den muss ich fahren. Ich bin gezwungen, so einen Weg zu fahren. Der ist ja zu schön. Sprit 48%. Wow. Also dieses Biom ist gigantisch, ne? Dieses schäbige Biom hier. Oh, ich glaube schon wieder 16 Uhr. Aber wir sind nicht so weit weg von zu Hause. Ich meine, Kreuzung mal kurz einen Horchhalt machen. Okay. Dann ist es weiter Weg folgen ganz gut, glaube ich. Da wird's grün. Dann können wir die Hetzjagd machen. Wichtig wäre, dass wir den Bogen direkt schon mal ausgerüstet haben. So. Jetzt für ein Biom hier. Nein. Das ist noch eine Stadt. Wie geil ist das denn? Da werden wir heute Nacht campieren. Wer weiß, was da Schönes gibt. Boah, ich erkenne überhaupt nichts. Na, Zombie. Oh, lecker. Dosen essen. Und ja, ihr seht an, mein Inventar füllt sich. Also nicht erschrecken, dass da Sachen drin sind gleich. Die ich auch im Moped tun könnte. Aber warum jetzt? Ich plane eigentlich nur zu töten. Also 5 Tiere töten ist ja doch eine Herausforderung, ne? Das Wildschwein sieht man kaum. Zombies wäre kein Problem, 5 Stück, ne? Wäre mal fix dabei. Ich meine, wie diese 1 erledigen, was ist los? Was schwebt denn da hinten rum? Ein Ast. Ich habe auch schon hier schöne Städten gesehen, ja, aber... Im Wald ist echt schwer. So. Oh, geil. Das nehme ich gerne mit. Raumschiffe sind eigentlich immer toll. Da habe ich schon Sachen drin gefunden, hätte sie nie mit gerechnet. So, wunderschönes Waldbiom. Wie gesagt, es gibt noch Ortschaften, die halt
modtechnisch halt sind, wo es so richtig geilen Loot gibt, ne? Habe ich halt noch nicht so richtig gefunden. Komm, einfach cruisen. Das ist ein Zombie, was ist das braune da? Das ist eine Ressource. Das wäre ein Rücken eines da. Das machen wir mal hier. Oh, da kannst du nein! Ja doch. Nee, Hetzjagd. Hirsch! Kein Pfeil, das kann doch nicht sein. Oh. Hirsch. Wir sollen ja nur töten, ne? Das ist gar nicht so leicht, ne? Das Schießen mit dem Bogen. Wumm. Was habe ich denn noch für Munition? Das sind vielleicht sehr viel effektiver. Oh, eine geile Stadt schon da hinten im Hintergrund. Kopfschuss, komm. Da hätten sich die nächsten. Nein! Musst du denn dich jetzt bewegen? Ja, was ist denn mit dir? Schieß mal rüber, ne? So, jetzt aber. Das steht da. Down. Ah, das ist doch nicht wahr. Du schießt voll drauf und triffst überhaupt nichts. Na gut, Ballistik, ne? So, da sind Pfeile. Kann ich den schon mal. Ich kann den nicht zerlegen. Ich habe keine Waffen. Oh nein. Ich habe aber Knochen, oder? Pfeilmunition? Brand? Wo hab ich hier gehabt? Das ist natürlich zu schade, den Hirsch zu lassen, aber was soll ich tun, ne? Ich kann eine Sache erledigen. Wie spät haben wir denn? Oh Mann, die Zeit, die rast wieder. So. Bohne. Ist das nicht ganz so für den Arsch? Das finde ich zwar jetzt nicht wieder, obwohl, Richtung Moped. Müsste eigentlich klappen. Da sehe ich doch schon das Geweih. Das war nicht so effektiv wie die Machete. Aber wir kriegen auf jeden Fall Fleisch. So, jetzt gucken wir mal. Questi Bestie. So, das ist halt 10 falsch. Ein. Wow. Es ist aber schon eine doofe Quest, ne? Obwohl 5 Tiere irgendwann zu machen. So. Wir hüpfen gerade schon 3 rum. Aber ich muss mich jetzt irgendwo einschließen. Ist natürlich viel schöner direkt am Wald hier, ne? Schön. Ist jetzt im Wald oder in der Wüste? Ne? So eine Waldwüstenstadt, ne? Kann das sein? Ruckel, ruckel, ruckel. Oh, ich darf ein Zombie. Boah, das ist eine große Stadt. Das könnte ganz interessant. Das ist ja keine Baustelle, das ist einfach nur ein kaputtes Gebäude, ne? Ein Tier hat er getötet bis jetzt. Wahnsinn. So erfolgreich wie immer. Das ist eine Megastadt, ey. Ich muss vor 22 Uhr auf jeden Fall irgendwo unterkommen. Boah, ey, das ist ja irre. Ich liebe sie jetzt schon. Und die ist nicht mal weit weg von unserer jetzigen Wohnsituation. Nicht schlagen. Was haben wir hier? Eine Wäscherei oder sowas. Boah, geil. Ich liebe diese Stadt. Ich will sie heiraten. So, Tanke. Wow, das ist eine richtig dicht besiedelte Stadt mal, ne? Das ist ein richtig großes Hochhaus. So, heilen noch aus. Ich weiß, ich fahre gleich auf eine Mine bestimmt. Das ist wieder so eins, das kennen wir ja.
Das ist kaputt oben. Das sieht echt irre aus, ne? Echt schön. Bin ich ja nicht mal unbegeistert gerade. So. Einfach mal so umherschauen. Boah, wie weit geht die denn? Guckt euch das mal an. Oh, irre. Das ist eine Riesenstadt. Gibt es in dem Mod Riesenstädte? Irre. Also eher so Fabrikgebäude. Boah, volles Militärcamp. Boah, jetzt chill gerade vor, wenn ich da so auf den Zaun gucke. Gigantisch. Aber auch alles sehr kaputt hier, ne? Was hat die Temperatur? Die geht hier steil bergauf. Fabriken, Fabriken über Fabriken. Wunderschön. Naja, wunderschön würde ich nicht sagen, aber es sieht schon ganz cool aus. Wow. Das sieht ja mal mega nach einem Zuhause aus, wa? Was ist das? Also das Spiel mir aber nicht schwer reinzukommen, oder? Ist das ein Soldat gewesen? Ich bin langsam. Oh, ich nehme Schaden, oder? Der dürfte mich nicht kriegen, ne? Wow. Irgendeine Mini-Waffe brauche ich. Ich habe zwar einen Bogen, wo sind denn meine Brandpfeile? Oh, Wand hinter mir. Ah, du mal Zombie. Boah, die sind so stark. So, jetzt habe ich ein Problem hier drin. Oh, oh, komm auf die Uhr. Oh, das hat lange. Doofe Munitionskisten. Ich muss den Ofen nach oben schieben, weil ich werde sowieso sterben. Nein, nein, nein. Doofe Waffe genommen. Ich muss irgendwo in Sicherheit gehen. Würde mich gleich nicht suchen. Das geht doch nie auf hier, ne? So. Aber wenn ich da reingehe, dann können die ja auch rennen. Also ich bin hier. Ich bin gejagt. Versteckt. Okay. An der Stelle logge ich mich aber aus, weil ich jetzt sonst doof sterben werde und heute in der Folge keine Lust habe, mir das anzuhören. Bis zum nächsten Mal.